Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cult of the Lamb. Ich wollte hier noch so einen Reinigungsposten aufstellen. Dass sie sich hier um ihren engen Dreck kümmern können. Dann wollten wir auch noch die Farm ausbauen. Was ich nicht kann, weil mir dabei ein gesegnetes Holz fehlt. Und wir wollen auch immer noch die Häuser hier ausbauen. So, mein Lieber. Du kommst zu mir. Du bist der neue Koch. Ja, ich habe halt keine Halsketten oder sowas für. Kochen oder sowas, weil es ziemlich Bonusressourcen ernten. So, hier ist keiner drin. Das hier läuft. Und da werden wir auch gleich mal predigen. Rituale. Ich würde gerne jemanden opfern. Habe ich einen alten? Würde es mir nicht viel bringen. Schon. Du hast treu gedient. Erhöht Ausgangsstufen von Waffen. Natürlich noch mal hier so einen Glaubensvollstrecker. Das wäre auf jeden Fall nützlich und das ja, ja. Einmal das hier noch einsammeln und dann geht es auch gleich schon wieder auf Holz zu. Eigentlich jetzt nächstes Mal nehmen. Schrein. Wäre vielleicht gar nicht übel. Oder hier halt günstigere und dann kürzere Ritualabgangszeit. So, was brauche ich noch für die Farm? Naja, ein Holz.
Was war das? Okay. Und hier noch inspirieren. Oh, sogar zwei gleich. So, du bist bald auch gleich zurück. So, krank. Da ist gerade einer krank geworden. Ich werde gerade fragen, ist einer krank? In dem Moment taucht oben das Symbol auf. Das ist ja unsere private Küche. Jetzt heben wir uns auf hier das eine Essen. Das hier. Weil dann können wir einen Abkönig wieder eingliedern. So, ein Holz habt ihr fertig. Dann kann ich hier nämlich nochmal die Farm verbessern. Nein, immer nichts zurück. Du bist meine Gesundheit so im Arsch. Oh. Weil ich die verbesserten Toilettenhäuser brauche. Nee. So. Vampir-Axt. Und den Ichor-Auswurf. Der nicht übel ist, weil der halt so einen schönen Platschen hinterlässt. Ja, schön. Ordentlich weg. Dafür habe ich ja extra diese Leichengrube gebaut. Oh. Mich auch in den Räumen jetzt mal etwas mehr zu konzentrieren, in der Hoffnung, dass ich nicht gleich in den ersten paar Räumen Schaden kriege. Hätte für eine kurze Dauer die Zeit an. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, zerbrechlich. Nein. Zwei blaue Herzen. Und doppelte Energie beim Heilen. Andersrum wäre es schöner gewesen, aber passt. Das heißt, wenn wir jetzt ein blaues Herz finden, kriegen wir zwei. Den würde ich sogar gerne bauen. Einfach weil Teiche cool sind.
Ganz ehrlich, gönnen wir uns einfach mal weiter durch. Anhänger schläft nie. Das ist was Gutes. Ein zusätzliches halbes Herz. Ja, okay, dadurch, dass es kein Heileffekt war. Sondern ein Karteneffekt. Da hätte mich diese Scheißglocke fast erwischt. Achso, hier vorne geht's weiter. Hier müssen wir rein. Noch und den Finger hätte ich gerne. So, Planisch. Was hast du diesmal für mich? Haut aufdecken und ein krankes Herz. Ich will das kranke Herz, damit bleibe ich länger am Leben. Was für mich ja eher wichtig ist. Genau deswegen. Herzchen? Nein. Auf der Krone oder den vergifteten Hammer? Ganz ehrlich, ich heb den Hammer nur auf. Ich will bei der Axt bleiben. Wollen wir uns hier noch ein bisschen Holz? Da haben wir jetzt gerade zum Beispiel ein ganzes Schildherz bekommen. Und dann geht's in die Bossebene. Ja, stirb. Na, ja, wieder so ein Viech. Also, das gibt's doch. Beide Richtungen weiter. Große Fledermaus, ja, hinterlässt eine Bombe. Oh, was haben wir denn hier? Hervorbrechende Eisen, die gehofften Gegner einfrieren.
ist gar nicht übel. So, hier scheint es zum Boss zu gehen. Dann schaue ich mir mal noch den Raum hier drüben an, weil das könnte ein Schatzkundenraum sein. Oder Körnig, der mir wieder eine Karte geben möchte. Wir verbrauchen weniger Echo. Das wird abgeladen. Oh gut, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Ich schaue jetzt nur nach wegen eventuellen Herzen, aber leider nichts. Nur Gras. Erzeuge Agaris. Immer sehr, dass man ja die Viecher killt. Ja, jetzt kommt er wieder Viecher. Wow. Ja, trifft mich doch noch mal öfter. So, jetzt gibt's einen Kragen. Wie viel Holz haben wir aktuell? 153, das reicht mir als Geschenk. Na, hier geht's weiter. Und weil die Folge fast vorbei ist, gehen wir mal wieder zurück. Wir haben ja Ressourcen gesammelt. Oh. 72 Knochen, das reicht schon wieder fast von Ritual. Und wir haben halt diese coole Halskette ausbekommen. Jetzt brauchen wir bloß noch so eine Schädelhalskette. Dann können wir einen Anhänger dazu bringen, permanent wach zu bleiben und doppelt so lange zu leben. Wir würden gerne zusammenkommen und ein üppiges Abendessen genießen. Ja, das können wir machen. So, hier haben wir jetzt eine Leiche drin. Ich muss mich also relativ am Anfang schon entscheiden. Oder was heißt relativ? Sobald die Person stirbt, muss ich mich dazu entscheiden, ob ich sie einbuddel oder nicht. Also ob ich Fleisch gewinnen möchte oder nicht. Das lässt sich einrichten. Stufe aufsteigen. Toilettenhäuschen 2.
Die Dinger sind mir zu schnell voll. Was brauchen die denn? 10 Kristalle. Aha. Wozu braucht ihr Kristalle auf dem Klohaus? Baut euch einen Kronleuchter da rein oder was? Bauen. Ja, die ist natürlich auch gerade leer geworden. Nach einem Holz. Und das führt uns Geld. Aber so wie eine Goldmine gibt es, glaube ich, nicht. Oder scheint es nicht zu geben, weil hier sind bloß die Stufe 2 Teile. Okay, Gold kriege ich ja doch einfach hierher. So, schon haben wir wieder einen Haufen Gold. Jo. Ihr baut hier fleißig, hier die Dinger sind voll. Würde ich einfach mal sagen, bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich kann mal noch ein bisschen was ausbauen, theoretisch. So. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss!